Sein Vorname stammt vom lateinischen Geschlechternamen Julius ab, sowie Julius Caesar, der berühmte römische Feldherr. Julian ist, würde ich mal sagen, wie ein Feldherr, weil er eigentlich das Spiel immer an sich gerissen hat. Das heißt, er war eigentlich immer der dominante Spielgestalter von der Mannschaft. Und durch das, dass er ja deutlich jünger gewesen ist, hat er sich auch bei Mitspielern durchgesetzt, die deutlich älter gewesen sind wie der Julian. Sein Nachname ist aus dem Wort Wick entstanden. Das ist Althochdeutsch und bedeutet so viel wie Kampf. Der Julian ist, sage ich mal, hier einfacher Kämpfer. Er hat, sage ich mal, trainiert, wie man eigentlich in dem Alter noch nicht trainiert. Also sprich, er fährt, oder der Vater fährt mit dem Fahrrad vorne weg und er läuft hinten im Dauerlauf nach. Und das nicht nur einmal eine Runde, sondern zweimal oder dreimal. Jungfrauen wie Julian oder nach dem chinesischen Kalender im Jahr des Schweins geborene sind aber auch sehr gefühlvoll und zeigen es offen, wenn sie jemanden gern haben. Der bin durch, dann sitzt er da. Und ich sitze da. Da. Und dann haben wir bei uns und der mir zwei Händchen halten. Ja, also das macht ja. Er schon. Ja, das. Also er ist ein ganz lieber Kerl. Ja. Mit dem Opa hat Julian als Bub immer Gfurseit, also Fußball, gespielt und danach die Pfannkuchen von der Oma verdruckt. Er liebt seinen Opa und seine Oma. Und ihn lieben bestimmt die Mädels. Stefan ist mit ihm zur Schule gegangen. Kennengelernt haben sie sich auf dem Bolzplatz. Und wie war das so mit Julian und die Mädels? Er war da schon immer sehr da. Vorne weg und war immer drauf und dran. Und war schon ein bisschen der Mädchenschwamm. Wie es ein klassisches Blöferl, ein paar Fliegerl. Ja, aber er hat sich auch nicht lumpen lassen von dem her. Er war schon immer ein frecher Kerl halt. Im Dorf Ostermünchen wuchs Julian auf. Hier, wo die Menschen scheinbar Rasen lieben. Übrigens, auf diesem Bolzplatz begann Julians Karriere und es endete eine Familientradition. Denn Opa und Onkel sind beide Postler. Ich bin jetzt nicht traurig, dass er das durchbricht, sondern dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Also das finde ich total toll. Ostermünchen heißt östlich von München gelegen. Und das Wort München hat sich bekanntermaßen aus dem Wort Mönch entwickelt. Also war der Julian bestimmt jeden Sonntag brav in der Kirche. Ehrlich gesagt, auch wie meine Bayern sind nie so unser Ding. Wir sind lieber, wenn die Kirche war, sind wir halt Fußball spielen gegangen. Also. Auch dieser Vierjährige ist so ein Fußballnarrischer, genau wie Julian im selben Alter. Und wie heißt du jetzt noch? Ich heiße Julian. Weigel. Thank you.